Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Wir sind hier auf dieser Turianer Raumstation / Asteroidenstation und gucken, was hier so passiert. Ist das nicht Commander Shepard, der menschliche Spectre? Meinetwegen. Spectre hin oder her. Es macht immer Spaß, Menschen im Simulator verlieren zu sehen. Aha. Super. Stationswache. Commander Shepard. Wachenkapitän Vidinos. Belästigen Sie Ahern, Mensch. Ich bin im Dienst. Na dann, wenn die so nett sind. Hallo, da ist der Knüller. Oh, wunderschön. Müsste man dann da nicht auch irgendwo die Norm... Naja. Na gut, vielleicht nicht. Aber das ist ja echt ein Asteroid. Da gucken wir... Also, wenn ich so einen Nebel in Wirklichkeit mal sehen würde, wenn ich im Weltraum bin, ne? Boah. Awesome. Admiral Ahern. Ah, Commander Shepard. Willkommen auf der Pinnacle Station. Ich bin Admiral Thaddeus Ahern. Schön, Sie zu treffen. Danke für die Einladung. Wo fangen wir an? Sie werden im Kampfsimulator trainieren. Nach jeder Runde sehen Sie, wie Sie sich im Vergleich mit der Konkurrenz geschlagen haben. Na wunderbar. Der Simulator? Wie funktioniert der Simulator? Sprechen Sie mit dem Technikexperten Ocran, wenn Sie eine technische Erklärung wollen. Er erstellt Kampfszenarien, die es unseren Agenten erlauben, in einer realistischen, aber sicheren Umgebung ihre Fähigkeiten zu verbessern. Nicht schlecht. Und die Konkurrenten sind? Gegen wen trete ich an? Gegen die Allerbesten. Allianzagenten kommen von überall her, um sich im Simulator zu versuchen. Die Punkte werden gezählt und die Gewinner erscheinen auf diesen Monitoren. Wenn Ihr Name dort steht, kennt Sie die gesamte Allianz. Na wunderbar. Und das Szenario? Wie probiere ich ein Kampfszenario aus? Sprechen Sie mit Ocran im Vorbereitungsraum. Er wird Sie vorbereiten und Sie ein Szenario wählen lassen. Wunderbar. Und die Konkurrenten? Was? Nee. Ahern. Und Sie leiten die Station und das Training hier? Soweit ich mich erinnere, es ist besser als ein Schreibtischjob und sehr viel besser als in den Ruhestand zu gehen. Diese Einrichtung ist großartig. Sie verfügt über all die technischen Wunder, die ein Commander benötigt, um den perfekten Soldaten zu trainieren. Die Turianer geben ihre Ratschläge. Gelegentlich höre ich auf sie. Danke für die Info. Machen Sie weiter. Gelegentlich höre ich auf Sie. Ja, das ist gut. Sergeant Dagger. Keine Sorge, Commander. Ahern ist schwer zu beeindrucken. Okay, das sieht aus, als wären das die Simulatoren, oder? Sieht ein bisschen aus wie bei... Oh, das ist das System scheinbar. Dann ist das dieser Planet, oder? Dieser kleine. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Sind das Türen oder sind das... Okay, das sind keine Türen. Eine nette Station. Wen haben wir denn hier? Ein paar Menschen. Punktestand überprüfen. Shepard ist auf Platz 15. Ja, wunderbar. Das wird ja lustig. Ocran und wer ist Karl Brumm? Starte den Simulator. Nichts macht mir mehr Spaß, als virtuelle Gegner abzuknallen. Naja, echte vielleicht. Achso, Punktestand überprüfen. Das kann ja nicht Sie müssen gehen. Der berühmte Commander Shepard sein. Ich bin Technikexperte Alut Ocran, verantwortlicher Programmierer des Kampfsimulators. Brauchen Sie etwas? Ich habe ein paar Minuten, bis jemand sein Passwort vergisst und heulend zu mir kommt. Naja, erstmal so ein bisschen fragen. Wie funktioniert der Simulator so? Wie funktioniert er? Es ist eine Kombination aus holographischen Bildern und kinetischen Barrieren. Auf den holographischen Bildern sehen Sie die Objekte, die kinetischen Barrieren verhindern, dass sie hindurchlaufen. Ich nehme an, die Gegner sind auch holographisch. Nein, unsere Agenten trainieren im Simulator, indem sie echte Menschen umbringen. Sie werden simuliert, aber ich habe gehört, die kinetischen Kugeln tun genauso wie die echte. Ah, und die Ziele? Was muss ich in den Simulationen machen? Das kommt auf den Kampfmodus an. Es gibt auf Zeit, Erobern, Jagd und Überleben. Und Erobern ist? Was muss ich im Modus Erobern tun? Erobern Sie alle Kontrollpunkte so schnell wie möglich. Je schneller Sie die Kontrollpunkte erobern, desto mehr Punkte erhalten Sie. Und die Jagd? Was ist das Ziel des Modus Jagd? Schalten Sie so viele Gegner wie möglich aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Sie bekommen zusätzliche Zeit für jeden ausgeschalteten Gegner. Je mehr Gegner Sie töten, desto mehr Punkte erhalten Sie. Und auf Zeit? Was muss ich im Modus auf Zeit tun? Sie und Ihr Trupp müssen alle Gegner so schnell wie möglich ausschalten. Je schneller Sie sie besiegen, desto mehr Punkte erhalten Sie. Und Überleben? Worum geht es im Modus Überleben? Halten Sie sich so lange wie möglich die gegnerischen Angriffswellen vom Hals.
Wenn der Anführer des Trupps stirbt, ist die Mission beendet. Je länger sie überleben, desto mehr Punkte erhalten sie. Ach so. Verstanden. Hervorragend. Und einfach so? Ich komme ein anderes Mal. Dann spielen Sie anderswo. Ich bin beschäftigt. Ach so. Was wollen Sie? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Neue Teilnehmer können nur einfache Missionen wählen, bis sie die Grundlagen gelernt haben. Es kamen Beschwerden von der Krankenstation. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit? Erobern? Überleben oder Jagd? Machen wir erstmal erobern. Erobern. Sie können zwischen Vulkangebiet und Tropen wählen. Tropen lieber? Ich nehme die Tropen.